Hallo, hier ist das Supportnet aus Berlin. Mein Name ist Jakob und ich will euch heute mal zeigen, was man bei OpenSignal Maps eigentlich so machen kann. Es geht ja darum, zu sehen, wie die Netzabdeckung ist und wo die Sendetürme der Mobilfunkbetreiber stehen. Dazu gehe ich also mal zu unserer Büroadresse, Berlin Schönhauser Allee. Und siehe da, wir müssten ungefähr hier in diesem Bereich von Berlin sitzen. Da scheinen also sowohl E-Plus als auch O2 als auch Vodafone und auch als Telekom Netze zu unterhalten. Derzeit zeigt er mir alle Netzwerke an und es scheint ja ein rotes Signal, also ein sehr starkes Signal dort zu sein. Ich kann mir aber auch anzeigen, ob ich jetzt nur über E-Plus Bescheid wissen möchte oder vielleicht nur über O2. Vodafone funktioniert natürlich auch oder die Telekom. Ja, wobei wir sehen, von der Telekom liegen gar nicht so viele Daten vor. Die meisten Daten scheinen von E-Plus vorzuliegen. Jetzt gehe ich mal auf die Tower Map. Die zeigt mir die Funktürme an. Kann ich also auch relativ genau rangehen. Und wir sitzen ja hier direkt neben dem U-Bahnhof Eberswalder Straße. Also direkt neben unserem Büro gibt es einen Sendemast von E2. Das finde ich ja schon mal ganz interessant. Ja, wie gesagt, wenn man für Berlin, für so eine große Stadt, guckt, da sind also sehr, sehr viele Daten vorhanden und man kriegt ein vernünftiges Ergebnis. Jetzt gehe ich mal in ein bisschen kleinere Stadt, wie zum Beispiel Iserlohn, Sauerland. Da sieht das Bild aber schon ganz anders aus, ja. Obwohl man ja hier sieht, das sind Stadtgebiete, zum Teil mit Straßen und dichterer Bebauung. Ja, da wird garantiert ein Netz vorliegen. Da hat aber das Projekt Open Signal Maps anscheinend noch nicht genügend Daten gesammelt. Das war also das Beispiel Deutschland. Jetzt möchte ich mal ausprobieren, wie denn eigentlich in New York so die Situation ist. Und da sehen wir, klasse im Zentrum, weiter außen innerhalb ist die Sache noch nicht so klar. Ich gucke mir nochmal Cape Town an, in Südafrika, am Ende der Welt quasi. Und auch hier sind Wohngegenden, wo mit Sicherheit Mobiltelefone funktionieren. Aber der Betreiber von Open Signal Maps hat einfach noch nicht genügend Daten gesammelt. Wie das geht, das lest ihr im zugehörigen Text zu diesem Video. Und wer selbst mitmachen will, der lädt sich hier entweder die Android-App herunter oder er muss noch darauf warten, dass die iPhone-App freigeschaltet wird. Derzeit machen also rund 370 Millionen bereits mit. Das wär's für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss.